Also, ihr sagtet, dass ihr Janka befreit habt und dass zurzeit noch kein Handelshaus sich den Platz gesichert hat. Wir würden gerne die Exklusivrechte bekommen und dafür sorgen, dass sämtliche Waren, die dort gehandelt werden, auf dem schnellsten Wege nach Zorgon gebracht werden, beziehungsweise in die anderen mondsilbernen Städte, und die Stadt wächst und gedeiht, so wie es auch Elberum vor einiger Zeit tat. Nun, was hat Janka davon, wenn wir euch einen Exklusivkontrakt gewähren? Wachstum. Ihr benötigt etwas mehr als nur ein Wort. Nun, ich verfüge über allerlei Karawanen, über sämtliche Fähigkeiten in dem Oronischen Land bzw. der Halbinsel zu handeln und kenne jede Person, die es wert ist, bereist werden. Und mit meinen Verbindungen werdet ihr sicherlich viele Erträge für das jankanische Umland erwirtschaften. Nun, wir müssten auch über gewisse Rabatte und Preise sprechen. Selbstverständlich bekommt ihr die familiären Verrabatte über die mondsilbernen Kontore, egal in welcher Stadt ihr euch aufhaltet. Da solltet ihr uns dieses Exklusivrecht gewähren und die Störrebrander oder andere Leute wie die Dachmanis von Janka fernhalten. 20%. Ihr missversteht mich, ich meine nicht für uns persönlich. Natürlich nehmen wir diese Rabatte gerne, aber für die anderen Händler in der Stadt, die Weiterverkäufer. Wir müssten auch Preise und Einfuhrmengen festlegen. Einfuhrmengen festlegen. Natürlich. Nun, das scheint mir recht sozialistisch. Ich kann mit diesem Wort nicht viel anfangen, aber ich denke nicht, dass so ein Kontrakt übers Knie gebrochen werden sollte. Wir müssen genaue Konditionen festlegen. Das versteht ihr doch sicherlich. Seid ihr der Staatskünstler, der für die Visierer spricht? Ich bin es nicht Nun, gewohnt, dass ich mit Männern verhandle. ich bin ihr Berater. Nun, in finanziellen Angelegenheiten verlasse ich mich gerne auf seine Expertise. Ich möchte euch jedoch gerne wissen lassen, dass es mir selbstverständlich eine Ehre ist, Geschäfte mit der Madabasari zu machen. Und ich habe euch auch den Vorzug gegeben und mich als erstes an euch gewandt. Ich möchte euch allerdings nicht verschweigen, dass wir auch Kontakte zu Ruban ibn Dahmani pflegen. Insofern wäre es doch. Nun, sagen wir so, ich möchte ihn ungerne vor den Kopf stoßen, indem wir ihm jeglichen Handel mit Janka untersagen. Vielleicht lässt sich da noch ein bisschen was machen. Nun, ihr wisst aber schon, dass ihr ein politisches Spielbrett betretet, was ihr kennen solltet. Die Dachmanis regieren über Kutium, die mondsilbernen Kontore über, nun, Oron bzw. Aranien. Und solltet ihr den Dachmanis tatsächlich gewähren, den Hafen anzulaufen, dann könnte das explosiv sein. Nun, wir verfügen zufälligerweise auch über ein Kontor in Kunchom. Ist das möglicherweise in dieser Angelegenheit irgendwie von Interesse von euch oder haltet ihr euch gänzlich von den südlicheren Regionen fern mit euren Angelegenheiten? Nun, ich besitze auch Karawansereien in Fasar, aber das spielt hier keine Rolle. Nein, es geht mir tatsächlich nur um Janka und Exklusivrechte für die Madabasari. Und wenn ihr in Kunchum ein Kontor habt, dann sei euch dies nun zu gönnen. Ihr habt das sicherlich verdient. Es geht mir nur darum, dass ich die Dahmanis, die Störrebrander, die Zirkewists aus Janka fernhalten. Ihr wisst vielleicht, dass das Mittelreich sich vor einiger Zeit Aranien noch untertan machte. Diese Verbindung wurde durch unsere oberste Visiere aufgelöst und in diesem Zuge kam es zu einem Handelskrieg mit Kunchum. Denn auch Kunchum sagte sich los und erklärte sich selbst zum Tor der Tulamidenlande, wobei wir wissen, dass Zorgan dies ist. Aha, ich verstehe. Nun, mich bindet nichts an Störrebrand und Zirkewist. Aber wie gesagt, ich verlasse mich in finanziellen Dingen auf den Rat meines Begleiters hier. Vielleicht solltet ihr eure Vorschläge etwas konkretisieren und vielleicht, nun ja, erste Vorverträge zur Durchsicht einmal nach Janka schicken. Nun, wir haben diese Verträge bereits aufgesetzt. Wenn ihr mögt, Akachi, könnt ihr gerne eintreten und sich diese besehen. Nun, zurzeit sind wir etwas, nun ja, beschäftigt, aber ich denke, auf dem Rückweg können wir sie mitnehmen und, nun ja,
durchlesen. Wir versprechen euch nichts. Das habe ich doch nicht erwartet, aber ich danke euch und ihr sagtet vor einigen Stunden, dass wenn wir etwas für euch tun können, beziehungsweise ihr etwas für uns, dann sollen wir uns melden und ich bin die Zahlen noch einmal durchgegangen und würde gerne diesen Vertrag aufsetzen lassen. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr das Angebot sehen mögt, Agahi. Natürlich. Ihr dürft uns die Papiere gerne mitnehmen. Aber wie gesagt, wir sind beschäftigt, also erwartet nicht zu früh eine Antwort. Er verborgt sich wieder graziell vor euch. Visira, einen schönen Tag. Agahi. Fex mit euch. Und er mit euch. Derweil bei Yalan und Rafim. Nun sollten wir Krak vielleicht mitnehmen, damit er sich die Sache beschauen kann, oder verlassen die sich auf dich? Ja, also würde ich denen sagen, die soll das anziehen, wenn die das schon tragen. Nun gut, dann komm mit. Ich habe ein paar Ideen, die unsere Schiffshandwerker beschäftigen könnten. Ja, und dann, ich weiß nicht, ob Rafin selbst noch was vorhatte. Ansonsten, Yala nimmt ihn dann und lässt sich von den beiden Wachen, die ihn unten ja sicherlich empfangen werden, durch das gesamte Handwerkerviertel jagen. Also vor allem bei den Gerbern und den Schmieden vorbei. Wir brauchen zum einen Leder, also Begleitungsleder, und zum anderen Lamellen. Also Panzerungslamellen. Ja, denke, wie gesagt, fertige Rüstungsteile, dachte ich mir, für Leute von Trollzackergröße, er kann sie knicken. Aber wir sollten zumindest diese Lamellen kriegen und dann nähen wir ihnen Westen und sticken das selbst zusammen. Das dauert vielleicht ein, zwei Wochen, aber das können wir auf dem Schiff machen lassen. Also so eine Art Schuppenrüstung, würdest du sagen. Ja, genau. Ja, ja, du kannst dich dann in das Viertel bringen lassen und gemeinsam, wie gesagt, von den Wachen begleitet. Das Handwerkerviertel ein bisschen offener gehalten, also gerade wenn ihr dann nichts kaufen wollt, sondern etwas selber herstellen lassen, könnt ihr dann ein bisschen weiter außerhalb der Stadt fündig werden und werdet dann, bevor es zu den Verträgen geht, natürlich erstmal mit einem Tee begrüßt. Könnt euch dann erstmal eine halbe Stunde mit denen hinsetzen und bei den Maraskanern würde man sagen, den neuesten Klatsch sprechen, aber hier geht es dann tatsächlich um einfache Dinge, wo ihr denn herkommt, wie lange ihr hier bleiben wollt. Also das ist dann kein maraskanischer Klatsch, sondern einfach nur höfliches Geplauder unter Tulamiden. Na, lassen wir selbstverständlich drauf ein. Schon damit die Wachen noch eine Weile stehen müssen. Ja, das soll gelingen. So könnt ihr auf alle Fälle dann Schuppenrüstungen anfertigen lassen. Mit Trollzackern selber können sie nichts anfangen, aber wenn ihr sie als große Ferkina-Krieger beschreibt, dann wissen sie auf alle Fälle Bescheid. Ja, gut. Das ist zumindest alles, was ich für tagsüber vorhabe. Ja. Ich gehe dann noch mit Rafim mit, was auch immer er zu tun hat. Und dann. Hast du Handeln oder Feilschen? Wenn du möchtest, kann ich falschen. Ich bin allerdings auch froh, einfach den Listenpreis zu bezahlen. Ich glaube nicht, dass sich das am Ende groß auswirkt. Gut. Ich würfel meine... Guter Ton gebietet, dass du natürlich handelst. Ja klar, ich meine, sorry, ich hatte es nur nicht für richtig gehalten, ja, das zu würfeln, weil... Genau. Also ich falsche natürlich mit denen, weil das der Brauch ist. Gut. Und weil es meinem Gott gefällt, aber... Ja. Ja, guten Tee genießen, gemeinsam mit Rafim. Fragen nochmal, ob das dann so die Passgröße wird für die Krieger. Aber Rafim mit seinen 2,50 ist dann doch etwas noch zu groß, auch wenn es wenig Unterschied ist. Aber sie werden zumindest schon mal die Maße von Rafim nehmen und dann ein bisschen davon abziehen. Es ist also ganz gut, dass Rafim auch dabei ist. Und damit steigt dann im Verlaufe der Tage die Qualität eurer Trollzacker um einen Punkt. Ausgezeichnet. Dann kann Diamantes wieder auf Boltax treffen. Die anderen beiden haben keine weiteren Spirenzien gemacht, haben sich dann mit Schmerzen im Kopf wieder verzogen, haben kurz noch geguckt, wo ihre anderen sind. Hast du noch irgendwas mit der Leiche gemacht, die da rumlag? Da werden unter Umständen drei Leichen liegen, denn Diamantes hat sich überlegt, einfach aus der Gasse rauszugehen, die Leiche dort liegen zu lassen, hat sich dann aber auf die Zähne gebissen, die können damit eigentlich nicht davonkommen. Und der Rachsucht in Diamantes hat getriggert, während sie sich dann noch blindlings gegen alles, was in der Gasse stand, gegengelaufen sind, ist Diamantes hinter die Hiran angeschlichen und hat ihm nacheinander die Kehle aufgeschnitten. Ja, beide. Wie gesagt, der eine ist gegen so einen Holzbalken geprallt, der andere hat sich an der Wäscheleine fast selbst aufgehängt und ist dann blind, wie er war, dann auch ebenso ohnmächtig geworden, ist dann voll auf den Hinterkopf geknallt und du kannst ihm dann die Kehle durchschneiden oder ins Herz stechen, was auch immer du magst.
Ja, wenn es da keinen idealen Punkt gibt, wo ich jetzt alle drei Leichen in 2 Minuten hinschleppen kann, wo die nicht auf Anhieb gesehen werden. In der Zug ist jeder Punkt ideal. Ja, dann werden die da an die Gassen reingezogen, dass sie nicht auf Anhieb gesehen werden. Ja, du siehst noch, wie 2, 3 Hunde dann auch direkt in der Gasse dann, du hast sie gerade umgedreht, hast sie gerade abgelegt auf so einen kleinen Haufen. Da gucken dich die Hunde so ein bisschen gierig an und bitten um Erlaubnis. Ja, ich entferne mich einfach. Die Hunde können sich darüber herfallen. Hauptsache, die beißen mir nicht wieder in die Stiefel. Ja, du hast lautes Gebelle und Gekläffe und dann ein Zerren von Fleisch. Und so komme ich aus der Gasse raus, wische mir noch das blutige Messer über die Brust und trete so auf Baldax hinauf. Oh, da seid ihr wieder. Hier, fangt! Und ich werfe dir das Beutelchen mit dem Feuerschlick zu. Du hast die Ware? Natürlich. Super. Geht's dir gut, Boltax? Du wurdest erwischt. Das tut mir leid, ich konnte nicht schnell genug reagieren. Och, das sind doch nur kleine Schnitte. Das sollten wir uns das später vielleicht mal leicht mal anschauen. Ist da irgendwas Schwereres mit bei? Ja, 1, 2 Nächte schlafen und das ist schon wieder. Ah. Ja. Aber deine Rüstung hat dir ja gut aufgehalten. Was ist das denn überhaupt für ein Material? Oh. Das sind Geschenke von den Tokamuya gewesen. Wunderschöne Panzerplatten der. Ich habe Riesenschildkröten gesehen. Davon habe ich 1, 2 Panzerplatten bekommen. Und daraus ist meine Rüstung gefertigt. Ihr könnt sehen, wie eine Patrouille der Stadtgarde wohl über den Platz wieder geht. Seid ihr wieder mal auf der Hauptstraße oder steht ihr immer noch im Zug drin? Wir hätten uns, denke ich mal, bewegt, entspannt Richtung Hauptstraße zurück. Ja, könnt rund dazu bleiben. Ja. Die betrachten euch gerade und kommen dann auf euch zu. Ey, ihr da! Zurück in den Zug, Abschaum! Bitte? Was? Zurück in den Zug, du Abschaum! Gesindel wie du hast hier nichts verloren auf den Straßen. Geh dahin, wo du herkommst. Seid ihr euch? Wir sind Pilger. Ihr also, seid Pilger? Natürlich. Sie guckt an deinen Arm. Aber ihr habt keine Kordel. Naja, das Fest ist ja auch schon vorbei. Wir haben die Kordel bereits abgelegt. Nun, ihr kommt doch offensichtlich nicht aus Elberum. Nein, ganz offensichtlich nicht. Also kommen wir auch nicht aus dem Zug. Nun, ihr solltet euch trotzdem von diesen Straßen fernhalten. Sie stinken nach Blut. Sind falsch abgebogen. Seid vorsichtig. Werden wir uns merken. Hab Dank. Ich möchte euch nicht noch einmal ermahnen. Sonst gibt es eine Strafe. Damit gehen sie auch arrogant weiter und euch wieder ignorieren. Gut geregelt, Baltax. Naja. Mittlerweile könnt ihr auf der anderen Seite des Zugs könnt ihr jetzt wieder erkennen, wie dort die Lotsen steht, die euch betrachtet. Hey, Baltax, da drüben. Auf. Stimmt. Die kennen wir ja. Versucht sie sich zu verstecken oder beobachtet sie uns einfach als Passantin? Nee, sie winkt euch heran. Ja, dann gehen wir zu ihr. Ja, kein Grund, ist nichts zu tun. Vorerst. Saphira, richtig? Ja, ihr wart doch auf dem Schiff? Ganz genau. Wie waren wir? Jetzt sind wir in der Stadt. Wie die Dinge so spielen. Was ein Zufall, dass wir uns hier begegnen, nicht wahr? Ich meine, die Stadt ist groß. Ja, sehr zufällig. Ich habe gesehen, dass ihr was habt ihr da drüben in den Gassen gemacht? Da solltet ihr nicht hingehen. Es belief sich auf. Naja, das alte Rein-Raus-Spiel. Sie guckt dich mit großen Augen an. Wir sind versehentlich in die Gasse reingegangen und dann wieder rausgekommen. Das alte Rein-Raus-Spiel. Boltax sagt es. Ah, ja, so. Das ist zwergischer Humor. Ah, das kennt ihr nicht. Deshalb, egal. Es ist wirklich nicht so schön hier in diesen Zugs. Habt ihr wohl recht. Nun, wie ist es euch denn ergangen? Sehr gut, danke der Nachfrage.
Frage. Ich war zufällig hier und jetzt wo ihr gerade hier seid, kommt doch einfach mit. Ich kenne da jemanden, der euch gern kennenlernen würde. Na gut. Aber hoffentlich überfällt man uns jetzt nicht wieder. Wir haben schon heute ein paar Leute kennengelernt. Mal schauen, ob das genauso nette Genossen sind. Aber ihr könnt mir doch wohl vertrauen. Ich habe euch doch sehr, sehr gut, wie es meine Aufgabe war, durch die oder an den Feuerstickfeldern vorbeigeführt. Das ist richtig. Macht man das doch als Lotsin. Aber musst du das denn jetzt nicht mehr machen? Sind da nicht noch andere Schiffe, die du lotsen musst? Warum bist du in der Stadt? Ich hatte die Frühschicht. Ah, macht Sinn. Ja. Und wenn es jemanden gibt, der uns kennenlernen möchte, dann sollten wir wirklich mitgehen. Ja, kommt mit. Also, da lang. Ist es zufällig Abu? Weil ich glaube, Abu will uns heute nicht nochmal sehen. Welcher Abu? Ja, der uns überfallen wollte. Nein, es ist nicht Abu. Ah, gut. Na dann folgen wir ihr mal. Ja, und ich würde mit ihr gehen. Ja, nicht fragen, wo es hin ist, geht einfach mitgehen. Ihr könnt der Lotsin wieder auf die andere Seite des Zugs folgen. Die Straßen und Gassen sind ebenso heruntergekommen, alles so sehr dicht, ähnlich eventuell wie in Zorgern, als ihr den euren bekannten Knüppler kennengelernt habt. Also allerlei Schurken, die euch betrachten. Aber wenn ihr an der Seite von höchstwahrscheinlich einer Bewohnerin des Zugs geht, vielleicht könnte sie auch eine Hure oder so etwas sein, dann wird man keine Fragen stellen, sondern euch einfach irgendwann später die Hälse abschneiden. So könnt ihr an weiteren Straßenkötern vorbeigehen, irgendwelche glatzköpfigen Seemänner mit irgendwelchen Hauptbildern, die ebenso sich hier herumdrücken und nach einfacher Vergnügung suchen. Einige Opfer, die in der Ecke sitzen und die Augen in den Himmel gedreht haben, haben sie wohl irgendwelche Vergnügungen gesucht, die zu billig waren, was auch immer es war. Ihr könnt in eine ziemlich erbärmlich stinkende Wohnung treten. Die Tür ist nur angelehnt, wenn ihr hineingeht, lässt sich nicht ganz abschließen. Das Schloss ist wohl mehrfach rausgebrochen. Könnt ihr dann also einfach öffnen. Überall liegen undefinierbarer Müll herum. Die Holzdielen des Bodens wirken so ein bisschen morsch, geben jeder Bewegung mit einem Knarren von sich. Und ein Schrank, der auf der linken Seite des Raumes steht voller Geschirr, ist aber auch ungewaschen, schmutzig. Ihr könnt eine Ratte sehen, die über das Bett hin und her huscht. Oh, falls das zumindest dieser Berg aus ungewaschenen Lumpen ein Bett sein soll. Der Raum stinkt nach Rauschkraut und Abfall. Vor euch sitzt eine zottelige Frau, unglaublich alt würdet ihr meinen, und neben ihr sitzt ein ebenso alter Kater. Sie hat viele Falten im Gesicht, zumindest der Rest wird dann von Strähnen verdeckt, und betrachtet euch aus blinden Augen. Ich werf erstmal einen Odem. Derweil bei den anderen Abelmir und Zulamin. Wir sollten diese Verträge auf keinen Fall unterschreiben. Wir machen ihm ein Gegenangebot. Vielleicht können wir die guten Teile herauspicken. Ich bin generell nicht abgeneigt, der Marabasari gewisse Zugeständnisse zu machen, da es sich um eine kirchliche Organisation handelt. Aber ein Monopol scheint selbst mir ein wenig übertrieben. Nun, wir werden ihm unsere Bedingungen diktieren. Und nun ja, wir werden uns bestimmt irgendwo in der Mitte einigen. Außerdem bin ich nicht sicher, ob es klug ist, das mit ihm zu vereinbaren. Immerhin haben wir Kontakte zur Mondsilber-Sultana höchst selbst. Ich weiß nicht, ob... Nun, sie uns vielleicht nicht doch noch ein besseres Angebot machen würde. Nun, ich kenne seine Rolle nicht innerhalb der Matabasari, aber... Nun ja, anscheinend spricht ja für Elberum. Wir handeln mit Elberum und nicht mit Zorgern. Nun, wenn wir einen Vertrag mit der Madabasari eingehen, dann handeln wir hoffentlich mit beiden. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob er nur für Elberum spricht oder für die Madabasari insgesamt, aber
Wir werden die Verträge genau durchlesen müssen. Er hat als Wesir auf jeden Fall eine wichtige Position inne. Und vielleicht können wir den einen oder anderen Dukaten noch für uns herausschlagen und für unsere Mannschaft. Eine Hand wäscht die andere, wie man so schön sagt, im Horasreich. Und wir können ihm immer vorhalten, dass es schließlich kaum Fax gefällig wäre, einfach zu unterschreiben und es damit gut sein zu lassen. Das wäre eine dumme Idee, in der Tat. Ah, ich glaube, wir sind bald da. Ich sehe schon die Stadttore der hohen Stadt. Sollten wir erst unser Hotel beziehen? Glaubt ihr wirklich, dass wir dort sicher sind? Wir haben ja die Bewachung um uns rum und ich sage dann so, dass sie es auch hören. Aber natürlich, immerhin wurde es uns von unserer Gastgeberin empfohlen. Nun, ich denke, wir sollten besser auf dem Schiff nächtigen. Weniger Ohren, versteht ihr? Ach, Abel mir, ihr überlegt es euch auch alle 5 Minuten anders. Aber gut, dann lasst uns erst zum Tempel gehen. Ihr wollt zum Hesinde-Tempel gehen, ja? Ja, vor dem elburischen Hof bleiben zumindest erstmal die anderen Wachen stehen und die Dukatengarde ist so ein bisschen unschlüssig, wie sie sich jetzt verhalten soll. Nun kommt schon. Wolltet ihr euch nicht hier einquartieren? Nicht gleich, vielleicht später. Wo soll es denn hingehen? Zu einem der wenigen Tempel, die noch intakt sind, zum Hesinde-Tempel. Wir haben ihn gesehen, als wir zum Palast hinaufgegangen sind. Das geht leider nicht. Deswegen? Weil der Hesinde-Tempel gesperrt ist zurzeit. Weswegen ist er gesperrt? Die Hohe Geweihte hat um Ruhe gebeten. Und das soll respektiert werden. Um Ruhe gebeten? Im Rahmen der Spiele, beziehungsweise im Rahmen des Feuerschlicks, sollte ihr Geist etwas Ruhe gebrauchen. Ihr könnt, nachdem der Rondra und der Effert wieder vorbei sind, sich euch wieder bei ihr melden. In anderthalb Monaten. Nun, wir werden sie gewiss nicht belästigen, aber sicherlich wird man nicht den gesamten Tempelbetrieb eingestellt haben während ihrer Ruhephase. Wie ich bereits sagte, der Tempel ist gesperrt. Ihr könnt gerne hier euren Aufenthalt gestalten, im elburischen Hof. Wenn ihr Bücher braucht, fragt uns, wir werden sie euch gerne rausbringen. Also, ihr betreibt hier einen Ausleihdienst, oder wie darf ich das verstehen? Genau, so könnt ihr es verstehen. Aber dann sagt mir doch, da ihr ja immerhin einheimisch seid, welche Attraktionen könntet ihr uns dann in Elburum ans Herz legen? Wir wollen schließlich nicht den ganzen Tag im Hotel sitzen. Sie blickt sich absolut verachtend um, deutet auf die Esplanade, auf der ihr gerade steht. Nun, die Esplanade des Friedens und alles, was drumherum passiert. Den Raya-Garten, die Baustelle, ihr seid doch eine Geweihte. Den Fex-Tempel, die Madabasari, den Hafen, ihr könnt alles an der Esplanade sehen. Tut das. Ich finde es ungewöhnlich, dass man einen ganzen Tempel sperrt, nur weil die Hochgeweihte unpässlich ist. Was glaubt ihr denn? Dass jeder in diesen Tempel reinspazieren kann? Man muss durch das Sultanstor. Ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt das Sultanstor passieren dürft. Der ist nicht für die Öffentlichkeit. Was glaubt ihr eigentlich? Eine seltsame Sitte, in der Tat. Nun, ich bin nicht die Architektin dieser Stadt, aber ich befolge die Anweisung, die mir meine Hauptfrau gegeben hat. Also, gebt mir eine Liste mit den Büchern, die ihr braucht, Visierer. Dann werde ich... Wir wissen doch gar nicht, was für Bücher hier überhaupt sind und... Vielleicht könnt ihr uns einen Index der Bibliothek bringen. Das können wir sicherlich tun. Sie verbeugt sich wieder gönnerisch. Das wäre sicherlich ein Anfang. Nun dann, sie deutet wieder auf den elburischen Hof. Wollen wir einen Tee nehmen? Da unser Besuch nicht umsonst sein soll.
Ja, gerne. Dann können wir uns auch gleich mal ein Bild von diesem Etablissement machen. Na, ruhig, meine Liebe. Habe mir, wenn du das Ganze betrittst, eine kleine, friedliche Oase. Du bist wirklich froh, dass du die stechende Sonne ist es mittlerweile nicht mehr, aber vor allem, dass du die Wachen auch hinter dir lässt, wenn du dann diesen Ort betrittst. Du guckst dich noch ein bisschen misstrauisch um, schaust nach Gräumen, die irgendwo stehen, aber da ist nichts. Du wirst empfangen, oder ihr werdet empfangen, von einem Eunuchen, der euch dann mit Glubschaugen und einer hohen Stimme dann gestenreich anspricht. Ah, willkommen, willkommen. Schön, ich habe bereits gehört, dass die Helden sich in mein Etablissement verirrt haben. Kommt, kommt. Ich habe euch die besten, Bette bereits gerichtet. Was heißt da verirrt? Ihr wurdet uns aufs Wärmste empfohlen. Oh, Iphemia. Aber ja. Aber zunächst würden wir gerne einen Tee nehmen. Einen Tee? Sehr gerne. Und kann ich euch etwas Reisschnaps? Marzipan habe ich da. Frisches Marzipan. Sehr gerne. Hervorragend. Ihr werdet euch hier fühlen wie auf Alvaran. Kommt, kommt. Und dann klatscht er in die Hände, ein paar Leuten würde dann kommen, euch die die Gepäckstücke abnehmen, die er irgendwie mitgenommen hatte, zumindest Sulamin hatte so das ein oder andere für die Nacht mitgenommen. Und ihr werdet dann gleich in so etwas wie eine Teestube geführt, die dann hier im Inneren eingerichtet ist. Und könnt dann hier gastieren. Nun, seit meinem letzten Besuch in dieser Stadt, dieses Gebäude hat eine deutliche Verbesserung erfahren. Ihr wisst, was es vorher war, eine Spielhölle. War das das Gebäude, wo sich dieser, sagen wir, unglückliche Zwischenfall ereignet hat? Nennen wir es unglücklich, ja. Aber, nun, es scheint sich alles zum Besseren gewendet zu haben. Offensichtlich, nicht wahr?